Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Travelers Rest. So, ich mache meine Kneipe auf. Mal sehen, ob heute der Barkeeper pünktlich erscheint. Das müsste ja theoretisch gesehen, müsste das ja eine Frau sein, die dann kommt. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Hier sieht es wohl sehr leer aus, was den Brennstoff angeht. Da haben wir noch 5, da haben wir 10, da haben wir 7, da haben wir noch 5, da haben wir noch Käse drin, da haben wir noch Mehl drin, sehr gut. Das kommt alles hier rüber, der Rest kommt hier runter in unseren Keller. Habe ich jetzt die Kneipe aufgemacht? Ja. Bin gespannt, ob die Barkeeperin kommt. Dann packen wir hier den Käse rein, den nehmen wir mit. Oben war nichts weiter fertig. Das hatten wir ja noch am Ende der letzten Folge geholt. So, Käse hier rein und das Essen dort runter. Meine Mietz, komm her, ich kann nicht streicheln. Dann brauchst du natürlich Wasser. Und wir haben eine Barkeeperin jetzt. Sehr schön. Das gefällt mir ja wunderbar. Vielleicht kriegen wir heute... Na ja, gut, wir haben 20. Ich habe einiges gekauft, ne? Ja, okay. Ich habe einiges gekauft. Warte mal, den Setzling, den können wir... Ich weiß gar nicht, ob wir Oliven haben. Pack das einfach dahin. Hier ist auf jeden Fall nichts fertig. Es regnet aber, das ist schon mal sehr gut. Die Weintrauben kann ich noch mitnehmen. Da hat man nichts weiter fertig. Dann hole ich mir mal ganz schnell hier die Steine und die Kohle und das Eisen. Meine Tiere würde ich am liebsten jetzt nicht rauslassen, weil es regnet. Nicht, dass die krank werden. Ich meine, ich habe zwar 2 Spritzen. Aber ich glaube, das ist dann halt nicht so gut, ne? Auf jeden Fall müsste ich Kuhmilch bekommen heute. Ja, und bei den anderen geht's nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich es rauslasse. Ich will nicht... Kuh, geh da mal weg. Ich will nicht unbedingt hier eine... Aber wir könnten auf jeden Fall die Tröge ausbessern. Tja, lasse ich es raus. Ich habe 2 Spritzen eigentlich. Ach komm, ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen... Ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen draußen rumlaufen. Geht gar nicht. Anders. So, hier oben sind auch schon wieder ziemlich viele Bäume. Wie gesagt, Kohle kann ich mir, glaube ich, sogar herstellen. Da müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht sogar mal machen. Weil ich glaube, Holz haben wir eigentlich genug. Ich glaube, Holz haben wir eigentlich genug. Wir schauen mal, was wir für Aufgaben haben. Oh, wir können sogar... Das kriegt man sogar hin. Dann könnten wir sogar Gemüsebrühe mit Zwiebeln machen. Und Käsefondue mit Mozzarella müssten wir auch hinbekommen. Das sollte alles klappen. Dann holen wir uns hier unten die Steine noch und die andere Kohle. Und dann schauen wir, ob wir Kohle vielleicht sogar herstellen können. Den Stein nehme ich mit und die Kohle nehme ich auf jeden Fall mit. Weil wie gesagt, Kohle müsste man eigentlich aus Holz machen, oder? Da dürfte eigentlich nichts... Dürfte eigentlich nichts anderes dazu kommen. So, Stein hierher. Eisen haben wir jetzt gar nicht. Achso, ich habe das Eisen dort oben vergessen. Deswegen haben wir da nicht so viel. Muss mal schauen. Also hier ist keine Kohle. Hier ist keine Kohle. Hier können wir Kohle machen. Guckt mal, da brauchen wir eigentlich nur Feuerholz dafür. Das kriegen wir hin. Da machen wir da halt ein bisschen Kohle. Wunderbar. So, dann werde ich meine Sachen zurückbringen. Die Barkeeperin, die kann ich dann wahrscheinlich auch... die kann ich dann wahrscheinlich auch... warte mal, das kommt hier und das kommt hier. Käsekulturen hatte ich, glaube ich, woanders. Die hatte ich, wenn mich nicht alles täuscht, hier unten. Genau, die Milch kommt hier rein. Eier hatte ich, wie gesagt, hier drin.
Und die Orangen kriege ich nicht mehr rein da. Warum kriege ich die Orangen nicht rein? Weil ich hier immer die Wild... Die Kräuter kann ich eigentlich alle mit hier reinpacken, da wo ich den Tee habe. So, ja. So machen wir das. So, und dann schauen wir mal, was wir hier an Aufgaben haben. Gemüsebrühe mit Zwiebeln. Hier fehlen mir Zitronen. Okay. So, oder mal Kohle kann ich auf jeden Fall reinpacken. Weil da haben wir gerade welche gemacht. So, Gemüsebrühe mit Zwiebeln, ne? Zwiebeln müssten wir ja eigentlich haben. So, Gemüsebrühe mit Zwiebeln haben wir. Und Käsefondue mit Mozzarella. Müssten wir eigentlich auch hinkriegen. Blauschimmelkäse, Mozzarella ist das ja. Okay. Mayonnaise brauchen wir. So, dann Bier. Da mache ich auf jeden Fall ein bisschen Met. Mit Melone. Dann machen wir das hier am besten. Mit Pflaume und Limette und Orange. Sehr gut. So, dann laufen die Aufgaben durch. Unsere Barkeeperin wird ihr Bestes tun, denke ich mal. Und ich brauche unbedingt Tee, da habe ich nicht mehr viel. Was wollte ich denn noch machen? Bestellt habe ich ja gar nichts mehr. Ich wollte mir hier drüben das Eisen auf jeden Fall noch holen. Und der Baum kann definitiv weg, weil das ist ein Baum, der stört mir. Und das sind meine Bäume, wo ich was ernten kann. Da muss ich schauen. Und hier ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Gras. So, wie gesagt, den fällig. Und dann kann ich hier auf jeden Fall... Kann ich hier auf jeden Fall das Gras noch mitnehmen. Was ich ja brauche. So, meine Eimer habe ich voll gemacht. Und dann kann ich auf jeden Fall gleich mal noch ein bisschen Stroh hier machen. Dann kommt auf jeden Fall das kommt hier zurück. Das kommt hier rein. Die drei kommen hier rein. Die Kohle nehme ich auf jeden Fall mit. Da haben wir 16. Eisen kommt dahin. Setzling kommt hier rein. Ne, bestellt habe ich nichts mehr. Gut. Läuft. Wo sind wir denn bei 22? So, ich muss auf jeden Fall Tee machen, wenn hier oben das Essen fertig ist. So, da haben wir nur 8. Dann machen wir das gleich nochmal. Und dann machen wir auf jeden Fall Tee mit schwarzen Teeblättern und mit weißen Teeblättern. So. Käsefondue und Suppe gebe ich ab. Was habe ich dann noch? Ich habe weiße Teeblätter, grüne Teeblätter habe ich noch. Okay. Grüne Teeblätter brauche ich auch noch. Grüne Teeblätter brauche ich auch noch. So, wir könnten uns theoretisch gesehen hier das Feilschen leisten und die Herstellung könnte ein bisschen schneller gehen, ja. Genau. Dann dauert das mit unserer Kohle vielleicht nicht so lange. Das Essen wollte ich abgeben, genau. Da sieht es nämlich schon noch ganz schön eng aus, aber ich brauche halt Karotten. Die müsste ich mir aber halt kaufen dann, ne? 7, 7, 10, 10, 7. Die Herstellung läuft gerade richtig gut hier. So, weiße Teeblätter und dann brauche ich noch grüne, ne? Mache ich aber gleich nochmal schwarze. Das sind grüne Teeblätter, genau. Die habe ich ja jetzt angeschmissen, dann passt das. So, Mieze gestreichelt.
Du kriegst was zu futtern. Da ist einmal Bier alle. Und hier neues rein. Wunderbar. Ja, Kohle muss ich mir auf jeden Fall einiges herstellen. So, da brauche ich wie gesagt noch Feuerholz dazu. 5 Feuerholz. Können wir uns auf jeden Fall auch noch was holen. So, ich hoffe ja mal, meine Tiere werden dann halt nicht krank dort. Hier hätten wir auch noch ein bisschen was. Wie sieht's denn aus? Ja, da bin ich eigentlich gut versorgt. Der Hopfen braucht eine Weile, den kann ich dann aber bald ernten. Wir könnten natürlich hier oben mal schauen. Wir könnten auch nochmal in die Höhle gehen. Vielleicht können wir ja sogar ein paar neue Rezepte. Aber ich glaube, das ist noch nicht so. Wir nehmen auf jeden Fall die Steine mit. Eigentlich müssten wir alles mitnehmen bis aufs... Kupfer. Denke ich mal. So, an dem kann ich nichts abbauen. Hier haben wir sogar ein bisschen Eisen. Hier drinnen müsste ich eigentlich... auch mal angeln. Mal sehen, was wir da für Fische kriegen. Ich glaube, ich hatte hier drin schon mal geangelt. Ich wollte gerade sagen, mit Würmern kann ich hier wohl nicht angeln. Auch nur ein Adlerfisch. Okay, warte mal. Mit Maden klappt, glaube ich, nicht hier drin, oder? Doch. Neuer Rekord, ein Grundel. Alles klar. So, hier können wir nochmal schürfen. Hier gab es aber auch nur Stein. Wie gesagt, wir gehen nochmal an das Portal und schauen, ob wir vielleicht ein paar neue Rezepte kriegen. Wir haben 10 Münzen. Ja, Linsenspinat, Fischlinsen, Spinat mit Garnelen, Garnelen im Morgenmantel, rote Beete, Carpaccio, gefüllte Auberginen. Kartoffelsalat, da brauchen wir Mayonnaise-Erbsen. Kimchi, Hähnchen mit Mandeln. Gegrillte Meeresfrüchte. Da brauche ich Weißwein, den haben wir nicht. Tintenfisch-Sandwich, das nehmen wir mal. Currygemüse, brauchen wir Curry. Krabbenkuchen, da brauchen wir Pfeffer. Quichi. Tacos, da brauchen wir Tortillas, rote Beetesuppe. Falafel, da brauchen wir Pfeffer. Fleischeintopf, Fischeintopf. Komm, wir machen mal Fleischeintopf. So. Haben wir auf jeden Fall ein paar neue Rezepte. Tintenfisch-Sandwich und Fleischeintopf. Das ist auf jeden Fall gut. Das nehmen wir mit. So, dann schauen wir mal. Oh, hier haben wir sogar... Naja, haben wir sogar diese komischen... Oben wäre eigentlich noch Stein. Aber ich bräuchte eigentlich Kohle, ne? Und dann möchte ich gerne die neuen Rezepte machen. Gelbe... Oh, das ist was Neues, oder? Den hatte ich, glaube ich, noch nicht, diesen Pilz. Diesen Pilz hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ah, hier gibt es auch noch Kohle. Wenn wir hier einmal sind, nehmen wir die dann nehmen wir die natürlich mit. So, und diesen komischen Pilz da. Bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich den schon hatte. Den gab es ja jetzt auch nur hier. Das andere sind alles wirtschaftliche Abfälle. Die brauche ich jetzt nicht. Was haben wir jetzt alles? Fische, Pilze, Steine und ein bisschen Eisen. Okay. Steine und ein bisschen Eisen. Eisen kommt hier rein. Steine kommen hier rein. Das andere kommt nach oben. So, hier läuft alles noch ganz gut.
Da kann ich auf jeden Fall, könnte ich sogar ein Bier reinpacken. Mache ich auch. So, dann. Das kommt hier rein. Aromatische Pflanze passt nicht mehr rein. Die hatte ich aber, glaube ich, hier genau. Dann hat man hier die Pilze. Da die Fische. Das ist das Bier. Da haben wir nur 6. Da haben wir nur 5. So, jetzt haben wir hier die Tasse Tee und nochmal die Tasse Tee. So. Dann schauen wir mal. Was ist hier dazu? Fleischeintopf ist hier auf jeden Fall dazu gekommen. Den machen wir und dann ist, glaube ich, irgendwas mit Krabbe dazu gekommen. Hier das Tintenfisch-Sandwich. So, das kriegt man auch hin. Wunderbar, weil Tintenfische hatten wir ja. So, wie gesagt, vom Bier dürfte... Oh, da oben ist einiges fertig. Nochmal 1, 2, 3, 4. 2er habe ich. Nehme ich nochmal 2 mit. Klack, klack, klack. Pack mal 3 rein. Und hier ist 1 fertig. Da kommt das rein. Sehr schön. Also Bier, Bier. Das ist Weinbrand. Den Weinbrand, den könnten wir hier. Den Weinbrand könnten wir hier oben reinpacken. So. Dann heben wir uns nämlich das Bier auf. So, dann bin ich ja gespannt auf das Tintenfisch-Sandwich und das alles. Können wir hier irgendwas Neues machen? Nee, nicht wirklich, ne? So. Biskuitbier. Machen wir mit Melone und den. Bockbier. Und Braunbier können wir auf jeden Fall noch machen. So. So, hier oben könnten wir zumindest eingelegte Gurken machen. Karotten haben wir noch. Wir machen mal mit Karotten. Käse könnten wir nur den Cheddar machen. Hier könnten wir das noch machen. Passt, wackelt und hat Luft. So, Tintenfisch-Sandwich ist fertig. Wunderbar. Käsefondue können wir noch machen. Was haben wir denn am meisten? Den haben wir am meisten. Da brauche ich gleich nochmal Käse. Und diese komische Mayonnaise, da haben wir nämlich gar keine mehr. Ah, die kriegt man hin. Das passt schon. So, ihr Lieben, es gibt Tintenfisch-Sandwich. Auf jeden Fall was Neues. Könnt ihr euch gerne mal zur Gemüte führen. Ist bestimmt richtig lecker. Wir wischen mal ja ganz schnell auf, damit es nicht so dreckig aussieht hier. Dann schauen wir mal, was unsere Kellnerin macht. Die hat noch keine Punkte, aber die ist ja sowieso relativ gut eigentlich. So, 65 haben wir, da können wir nochmal voll knallen. Matschepampe. Achso, da brauche ich Brei, das geht sowieso nicht. Okay. Sieht von der Kohle aus 61, ja, das passt schon. Ich würde auf jeden Fall unsere Tiere jetzt reinlassen. Wie gesagt, die müssen jetzt im Regen nicht so lange draußen rumturnen. Wie gesagt, ich muss auf jeden Fall Haferbrei machen. Ich habe jetzt aber schon noch vergessen, was für ein Haferbrei. Hallo? Hallo? Ey, das gibt's nicht. So, Tee. Bier. Und du willst auch noch so ein. So. Habe ich zumindest alle bedient. Weicheintopf, Käsefondue. Da haben wir die Mayonnaise. Packe ich mit hier runter. Kann ich auf jeden Fall hier nochmal Mayonnaise ansetzen. Das waren die eingelegten Gurken, das war das. Das kommt hier rein. So, 10, 10, 11, 9. Das, 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 das. Käsefondue ist zum Essen.
Das andere muss in den Keller. Die eingelegten Gurken oder beziehungsweise Karotten sind das ja. So. Passt schon. Und das andere ist extra Essen. Ist die Kellnerin wieder da? Nee. Ist noch nicht da. Ah, du bist so ein Tee, so ein Tee. Sowas. Tee. Rotes Bier. Sehr schön. Der ist wütend. Mein Barkeeper macht gerade Pause. Wo ist denn der Kollege hin? Raus mit dir. Raus mit dir. Hier dorthin. Also. Zweimal weiß, einmal grün und einmal blau. Sehr schön. Also meine Barkeeperin könnte langsam wieder mal. Könnte langsam reinkommen. Die soll keine Pause machen. Oder ist sie nach Hause gegangen? Die wird ja nicht nach Hause gegangen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, wie sieht's aus? 90. Okay, das reicht. Ist sie jetzt wieder da? Wo ist denn die hin? Ey, das gibt's doch gar nicht. So, du willst das, du willst das, du willst das. Habe ich die nach Hause geschickt? Kann ich mir nicht vorstellen. Barkeeperin. Du willst Fischeintopf. Du willst einen Fleischspieß. Du willst einen grünen Tee. Wo ist meine Barkeeperin hin? Das gibt's nicht. Ich will das nicht alleine machen, ja. Blau und Pink. Meine Güte. Bis 22 Uhr. Wo ist meine Barkeeperin hin? Das gibt's nicht. Macht aber auch keine Pause. Mit Aal, mit Kohl, Maissuppe, Schweinefleisch. Müsste ich eigentlich auch hinkriegen. Obwohl, ich habe keine Kichererbsen, glaube ich. Hat echt keine Lust hier, hier weiter zu servieren, weil ich nicht weiß, wo diese blöde Barkeeperin hin ist. Ich will nicht zumachen jetzt, weil der besondere Gast da ist. Aber ich mach zu. Geht gar nicht anders. Das mit den mit der Barkeeperin, das stört mich gerade echt ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wo die hingegangen sind. Habe ich sie nach Hause geschickt? Ich kann sie aber nicht nach Hause geschickt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja gut, dann haben wir jetzt zugemacht. Wer macht noch ein bisschen sauber? Barkeeperin ist nicht da.
Ist die unzuverlässig oder irgend sowas? Plötzlich wertgeschätzt. Die ist eigentlich gar nicht so doof. Aber wie gesagt, die ist absolut nicht da und du willst noch dein Biotrinken kriegen. Nee. Jetzt gehen sie nach Hause. Ah. Was mache ich jetzt mit dem Bier? Was ich da an der Hand habe? Na toll. Einmal entfernen, bitte. Also irgendwie war das gerade... War gerade richtig komisch irgendwie. Weil ich nicht verstanden habe, wo die hingerannt ist. Kann ja nicht einfach gehen, die ist noch gar nicht fertig gewesen. Boah, das ist schon so Maissuppe mit Kohl. Wo haben wir Maissuppe? Welcher Erbsensalat kann ich nicht herstellen? Da fehlt mir Fleischbrühe. Okay, dann muss ich halt Fleischbrühe herstellen. Und wo ist das andere? Das hier, da fehlt mir Gemüsebrühe. Also muss ich Gemüsebrühe herstellen. Warte mal, Gemüsebrühe, das war mit Kohl. Kopfsalat, Kohl. Genau. So. Ach, Herr Jemine. Schön Roséwein. Die Brühe braucht natürlich ewig jetzt, aber das ist nicht so schlimm. Die habe ich aber auch nicht hier drin. Und das hier Weißweinessig. Das hier ist Quark. Mit Quark könnte ich theoretisch gesehen... Nee, da fehlt mir Milch. Aber Pfeffer könnte ich mir einmal herstellen. Und einen schönen Wodka. Der kann vor sich hin blubbern. Da habe ich, glaube ich, noch Most könnte ich mir eigentlich herstellen. Aus was ist ja vollkommen egal. Fruchtsaft habe ich. Öl-Kombo. Käse, da geht's nicht. Da fehlt mir der Quark dazu. Da fehlt mir auch alles. Okay, die Gemüsebrühe braucht halt noch so relativ lange, ne? Das ist schon um 1, oder? Ja. 1.10 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich die noch fertig kriege, damit ich die zwei anderen Gerichte noch... Dass ich die zwei anderen Gerichte noch machen kann. Wie gesagt, ich fand es trotzdem doof, warum die... Warum ist die, warum ist die einfach hingegangen? Warum ist die einfach weg gewesen? Verstehe ich nicht. Dürfte es eigentlich nicht geben. Pfeffer hatte ich hier drin. Fehlt mir schon der Brennstoff? Ne, was fehlt mir hier? Bitterhopfen. Alles klar. So, jetzt, wie war das jetzt? Kichererbsensalat mit Schweinefleisch. Wieso kriege ich hier kein Schweinefleisch hin? Fleischbrühe mit Huhn? Ne, ich brauche eigentlich Fleischbrühe mit Schweinefleisch. So, und das andere war Maissuppe mit Kohl. Okay, habe ich jetzt hier irgendwo Brühe drin? Ja, hier aber. Immer Kohl und immer Chili. So, Schweinebrühe, ja. Aber ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett, sonst
Das machen wir dann morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.